Der ganz besondere Moment in Ihrem Leben kann durch eine kleine Entscheidung ausgelöst werden. Entscheiden Sie sich für gesunden Schlaf und mehr Schlafkomfort mit den Schlafsystemen von Aqualine Schlafsysteme Karlstein zwischen Aschaffenburg und Frankfurt. Viel Spaß mit dem Entscheider-Talk mit Peter Nickel wünscht Ihnen Aqualine Wasserbetten und Schlafsysteme. Ihr Partner für gesunden Schlaf im Rhein-Main-Gebiet. Die Geschwister Claudia Staudt-Jakob und Dr. Thomas Staudt eröffneten 1993 ihre Gemeinschaftspraxis in Frankfurt-Höchst. Persönliche Leidenschaft und modernste Technik wie zum Beispiel CAD/CAM, digitales Röntgen und Regenerationstechniken helfen ihnen, Zähne gesund zu erhalten. Wichtige Voraussetzungen dafür sind Vorsorge und regelmäßige Kontrollen. Ja, ganz besonders freue ich mich natürlich, heute Sie als Geschwister hier in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Und das Thema Entscheidung, wie immer, ist natürlich hochattraktiv und hochspannend. Und Herr Staudt, jetzt hat das mit den Entscheidungen, gerade was die Zahnmedizin betrifft, ja ganz früh bei Ihnen angefangen. Ja, es hat im Prinzip angefangen, da war ich noch ein kleiner vierjähriger Frankfurter Bub. Wir sind immer mit meinen Eltern und mit unseren Eltern zum Zahnarzt gegangen. Da sind wir dann schon früh an das Thema herangeführt worden. Und die Atmosphäre, die vielleicht für die einen oder anderen Menschen abstoßend oder angsterfüllend ist, war für mich überhaupt nicht so. Und ich fand eher dieses Technische daran total interessant. Also haben Sie gesagt, Mama, wir gehen zum Zahnarzt. Ja? Und nicht wie alles. War das wirklich? Das ist ja spannend, ich finde das wirklich klasse. Und deshalb sind Sie wahrscheinlich auch ein liebevoller Zahnarzt geworden, ja? Genau, also das ist natürlich schon ein Grund, wenn man Freude dran hat und wenn man Interesse dran hat, dann macht man etwas auch besonders gerne. Mhm. Ja, und das ist halt schon auch ein Kernpunkt von der beruflichen Tätigkeit. Das Thema Angst ist ja oftmals ein Handicap, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und wenn ich jetzt meine frühkindlichen Verbindungen zum Zahnarzt sehe, dann war das einfach Angst, was mich da getriggert hat. Das war, da wollte ich nicht hin. Aber Sie hat das fasziniert, die Technik, die Hilfe, was war das genau? Es war genau diese technische Atmosphäre, die damals, man muss sich vorstellen, das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da standen die Bohrer noch offen irgendwo herum. Das war eben eine ganz besondere Situation da beim Zahnarzt, aber ich habe das immer sehr als angenehm empfunden und es war für mich überhaupt nicht angsterfüllend. Okay, also rein ein positives, schönes, gutes Gefühl. Und so ähnlich war es dann vielleicht auch 93, als Sie dann auch dank Seehofer, um das mal kurz hier vielleicht zu erwähnen, doch eine schnelle Entscheidung zu der eigenen Praxis getroffen haben? Ja, damals war auch eine ganz besondere Situation. Der damalige Gesundheitsminister, Herr Seehofer, hat damals bestimmt, dass man relativ schnell eine Zulassung erhalten muss. Sonst hätte man mehr oder weniger ein Zulassungsverbot wäre in ein Zulassungsverbot gelaufen. Ja. Und dann wäre es nicht mehr möglich gewesen, eine eigene Praxis zu gründen. Und ich war damals Assistenzarzt und meine Zeit war im Prinzip reif für eine Niederlassung. Und so musste ich mich damals entscheiden, dann den Weg zu gehen und habe dann eine Praxis gefunden, die ich dann übernommen habe. Das ist ja klasse. Also war das somit ein Verstärker zugunsten Ihrer aktuellen Karriere? Absolut, absolut. Es hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe lange gesucht, bis ich dann die geeignete Praxis gefunden habe. Und dann habe ich mich also gefreut, dass ich diese Praxis dann auch übernehmen konnte. Ja. Und 5 Jahre später, also vor 20 Jahren, kam dann der nächste Verstärker, nämlich Ihre Schwester, zu Ihnen in die Praxis. Und da wurde es dann wahrscheinlich auch interessant. Stimmt. Genau, 5 Jahre später, seit 1998, bin ich mit meinem Bruder in Gemeinschaftspraxis in Frankfurt-Höchst. Und es war eigentlich schon immer sehr früh klar, dass wir zusammenarbeiten wollen. Mir hat auch immer schon das Handwerkliche sehr viel Spaß gemacht, ja. Dazu der medizinische Bereich. Ja, das ist einfach großartig, die Kombination. Und genau das haben wir dann eigentlich auch jetzt weiter umgesetzt.
Und hat sie ihr Bruder da inspiriert bei dieser Entscheidung? Hat er sie aufgefordert, mach doch mal mit? Oder waren sie gar nicht davon abzuhalten, einfach mit einzusteigen? Ja? Natürlich, zum einen inspiriert, ganz bestimmt, da wir uns schon immer sehr, sehr gut verstanden haben, schon von klein auf. Und so viele gemeinsame Dinge auch schon in der Freizeit unternommen haben. Aber grundsätzlich war es auch absolut mein Wunsch, Zahnärztin zu werden und dann vor allem mit ihm dann zusammenzuarbeiten. Das ist ein großartiges Team, das wir haben. Wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Wir haben unterschiedliche Tätigkeitsschwerpunkte, ja, die wir haben. Gemeinsam auch zum Beispiel CAD/CAM, was unsere absolute Leidenschaft ist. Ja. Und viele, viele andere Dinge. Okay, wenn Sie jetzt das Stichwort CAD/CAM geben, das ist für die Zuschauer, was verstehen Sie unter CAD/CAM genau? Also CAD/CAM ist einfach sehr, sehr speziell. Ja. Wir arbeiten jetzt schon seit ungefähr, ja, ich würde sagen seit 2010, denke ich, ne? Ja. Mit CAD/CAM. Und das bedeutet, dass wir abdrucklos mittels einer intraoralen Kamera, ja, Kronen herstellen können, Brücken oder auch Inlays aus Vollkeramik, also ja, völlig metallfrei, richtig präzise aus diesem keramischen Werkstoff eine Krone herstellen können. Und das Tolle daran ist, dass der Patient, der auch eventuell kleine Würgereize hat oder sonst auch mit der Situation beim Zahnarzt, Abdrucknahme, Präparation, nicht so ganz glücklich ist, sage ich mal, und Angst davor hat, dass wir ihm dann wirklich die Angst auch davon nehmen können. Weil es einfach eine sehr angenehme Art und Weise ist, mit einer intraoralen Kamera die Situation im Mund abzuformen und dann diese Daten dann auf den PC zu bringen, ja, und dann mittels PC zu designen. Die schöne Krone wird dann dreidimensional erstellt. Der Patient kann zuschauen, wie das funktioniert. Also er sitzt dann quasi vor der Maschine und schaut zu, wie sein zukünftiger Zahn bearbeitet ganz wird. Genau. Ja. Boah, ganz genau. Ganz genau. Also das ist wirklich, wirklich schön. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Der Patient, der sieht ganz genau, was passiert in dem Moment. Und der ganz, ganz große Vorteil, würde ich sagen, ist, dass der Patient sofort mit der Krone nach Hause gehen kann. Ja. In einer Behandlung? In einer Sitzung. Ja, das ist schon sehr außergewöhnlich. Ja. Aber gerade Sie haben es auch angesprochen, diese Würgereize bei diesem Abdruck, das kenne ich natürlich auch von früher. Wie lange dauert das mit dieser CAD/CAM? Ich meine, muss sie nicht auch, ich frage jetzt einmal mal ganz hinten reingeschoben werden, um wirklich die hinteren Backenzähne zu erleuchten oder zu fotografieren, zu filmen? Exakt. Also die Kamera muss natürlich genau über die Zähne fahren. Da gibt es auch einen speziellen Weg, mit dem man dann einhalten muss. Und dann kommt man zu einem super Ergebnis und klar, man muss vielleicht mal für einen Moment den Mund sehr, sehr weit öffnen, wenn man in die hinteren Bereiche des Mundes geht, aber danach ist das ja in Sekundenschnelle getan. Und man kann auch zu jeder Zeit unterbrechen, sodass es für den Patienten auch jederzeit möglich ist, mal Stopp zu sagen, und man nimmt dann die Aufnahme an der Stelle wieder auf, wo man unterbrochen hat. Okay. Wie ist es mit der Schulung, der Führung von dieser Kamera? Ich meine, ich kenne das ja von unseren Leuten, die Kameraleute, die natürlich auch ein geschultes Auge haben müssen, eine ruhige Hand. Bei dieser Kamera, als Zahnarzt gehe ich mal davon aus, dass man eine ruhige Hand hat. Aber ich meine, es ist bestimmt auch was ganz Neues gewesen, eine Kamera in den Mund so einzuführen. Ja? Das stimmt, aber die Kamera ist so leicht gestaltet, dass das wirklich kein Problem ist. Der Patient bekommt auch davon überhaupt nichts mit. Das ist angenehm. Ja. Also kein Vergleich mehr zu den Abdrucken? Ja. Nein, ist überhaupt kein Vergleich. Diese Abdruckmasse, die es auch immer gab, nein, das entfällt komplett. Und es ist eine sehr grazile Arbeitsweise und eine sehr, sehr schöne Arbeitsweise. Und wie viele solche Behandlungen haben Sie schon durchgeführt? Unmengen. Ja. Hunderte, Tausende, ich meine, das ist mir jetzt so. Ja, es sind schon hunderte Behandlungen durchgeführt, denn wir haben ja ein CAD/CAM-System schon vor dem jetzigen gehabt. Also seit 2010 nutzen wir CAD/CAM-Systeme in unserer Praxis, und da gibt es natürlich dann sehr viele Patienten, die wir damit versorgen. Jedes Jahr. Also an und für sich ist das ja wirklich auch ein entscheidendes Argument für einen Patienten, wirklich zu Ihnen zu kommen, weil er einfach dieses Thema von früher mit den Abdrücken nicht mehr hat. Also wäre das für mich auf jeden Fall ein Argument, sowas mal auszuprobieren. Ja. Absolut. Würde ich
auf jeden Fall empfehlen. Also schreiben Sie es ganz groß auf die Fahne sozusagen, ja? Absolut, ja. Ja, neben dem Thema Vorsorge, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es ja zu Gründungszeiten 93 noch gar nicht so ein Thema war. Sie hatten von dem Begriff Trend gesprochen, dass es auf einmal ankam und dass Sie natürlich da mit Leib und Seele und auch mit Liebe natürlich eingestiegen sind in das Thema. Absolut. Das war halt eben auch eine ganz andere Zeit damals, 1993 oder Anfang der 90er Jahre. Da gab es die Möglichkeit, eben über die Zahnvorsorge die Zähne möglichst ein Leben lang zu erhalten. Das war eine tolle Idee, die ich mir dann auch am Anfang zu eigen gemacht habe. Und wir haben sehr, sehr viele Kurse damals belegen müssen, um sich das entsprechende Wissen auch anzueignen. Und wir hatten eine ganz liebe Mitarbeiterin, die ist auch immer noch da. Und die führt für uns diese Vorsorgen auch durch und mit der zusammen haben wir dann diese Vorsorge dann auch aufgebaut und dem gemacht, was es jetzt auch darstellt. Also ist das sozusagen auch ein Herzensthema von Ihnen? Absolut. Ja. Ja. Was kann man Besseres tun, als dafür Sorge zu tragen, dass den Patienten die Zähne erhalten bleiben? Denn Zahnersatz ist dann schmerzhaft, teuer und eine Vorsorge ist halt einfach zu machen und es ist für den Patienten auch sehr angenehm. Wunderbar, ja. Und dann gab es ja wieder eine große Entscheidung. 2016 kam dann der Umzug, was ja auch, sagte eine, ja komm, wir ziehen um. Und dann hat er gesagt, nee, wir bleiben mal lieber hier. Oder war das auch ein Herz, eine Seele, ein Geschwisterpaar, das sofort konform war, was die Entscheidungsfindung betrifft? Also ich würde sagen, da waren wir wirklich einer Meinung. Ja, gut, doch, ja. Also wir hatten uns schon vor 2016 im Prinzip schon überlegt, ob wir denn doch in andere Praxisräume wechseln sollten. Und dann hat sich eine sehr gute Gelegenheit aufgetan, die wir dann sofort dann für uns entschieden. Also war das der Standort, war das der Bolgaro-Palast, war das einfach, wo Sie sagen, da müssen wir hin, da ist unsere Zukunft? Im Endeffekt waren es die Räumlichkeiten. Natürlich auch der Bolongaro-Palast, das ist ja eines der ältesten Gebäude in Frankfurt-Höchst, der westliche Stadtteil. Und auch ein sehr schönes Gebäude, wird gerade umgebaut, da sieht man das nicht ganz so, aber bald ist sie wieder offen und dann sieht man die ganze Pracht vom Bolongaro-Palast. Und das hat uns direkt gereizt, weil einfach der Ort dort ganz schön ist und eben die großen Räume, die wir dadurch jetzt gewonnen haben. Und vorher waren wir auf zwei Ebenen und waren dort tätig und jetzt haben wir eben alles auf eine Ebene ausdehnen können, was bestimmte Vorteile im Ablauf von so einer Praxis, von einem Praxisalltag hat. Ja, so neue Räume birgen natürlich auch neue Chancen, also nicht nur für Sie als Unternehmer, als Zahnärzte, sondern auch für die Patienten, was so ein bisschen auch mit Wohlgefühl bestimmt zu tun hat. Oh ja, da haben wir doch vieles bedacht und wir haben mit einem sehr guten Innenarchitekten gearbeitet, um alles bis ins kleinste Detail zu planen und haben natürlich auch dafür gesorgt, dass die Patienten sich sehr, sehr wohl fühlen. Wir haben in jedem Behandlungszimmer gibt es große Monitore, die also sehr schöne Entspannungsfotos zeigen, Videos zeigen, von Tieraufnahmen bis zu Reisen. Aber ohne Ton, alles nur Bild. Ohne Ton, mit Bild und jeder kann seinen Gedanken freien Lauf lassen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt dann auch über diese Monitore kann man natürlich auch kleine Videos zeigen über Filme, wie so ein CAD-CAM zum Beispiel abläuft oder eine Wurzelkanalbehandlung oder eine Parodontitis-Behandlung. Es gibt so kleine Filme, die man immer wieder einspannen kann bei Bedarf, dass der Patient auch vor einer Behandlung auch über Bilddemo aufgeklärt werden kann über bestimmte Behandlungsschritte. Aber in dem Moment, wo er im Behandlungsstuhl sitzt? Nicht, natürlich nicht. Aber ich mir dachte, das ist vielleicht ein bisschen spät. Sollte vielleicht ein bisschen vorkommen, weil wenn ich im Behandlungsstuhl sitze, würde ich eher schöne Bilder. Und kann der Patient sich dann aussuchen? Er hätte lieber Meer, fließendes Wasser oder lieber Berge oder Tiere? Sprechen Sie es ab? Haben Sie dann im Prinzip eine Videothek bei sich, wo Sie sagen können, nee, guck hier. Also eine Videothek ist es jetzt nicht, aber es sind immer unterschiedliche Szenen, die praktisch ablaufen. Der Patient legt sich in den Behandlungsstuhl oder er kann auch sitzen, bevor die Behandlung beginnt. Und dann läuft eine Sequenz von schönen Bildern ab und jeder kann im Prinzip wirklich seinen Gedanken dabei freien Lauf lassen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass jeder individuell eben auch darauf reagiert. Ja, weil dann der Fokus wirklich auf den schönen, angenehmen Dingen ist, da ja einen Heilprozess einfach unterstützt. Genau.
Auch für Kinder ist es ganz toll. Ja. Für Kinder haben wir dann auch so spezielle kleine Filme, die auch immer wieder Spaß machen, mhm. den Kindern Spaß machen. Und auch das ist für uns immer wieder sehr, sehr zufriedenstellend, wenn unsere Patienten sich wohlfühlen. Wenn sie gut gelaunt aus der Praxis rausgehen. Absolut. Und wie wichtig oder grundlegend so eine Entscheidung war, zeigt auch, dass Sie Ihr Logo ja auch darauf ausgerichtet haben. Ich finde, Logos sind immer wieder so ein Wiedererkennungswert von einem Unternehmen. Und da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Ich finde das sehr spannend, aber vielleicht möchten Sie da kurz was zu sagen. Ja. Doch, und da waren wir uns im Prinzip auch wieder sehr einig. Ja. Wir sind durch die Räume des Bolognaro-Palastes gelaufen und haben überlegt, welchen Bezug könnten wir denn, wie könnte das Logo denn eigentlich aussehen? Und da sind uns diese wunderschönen Fenster aufgefallen mit den verschiedenen Verzierungen. Und dann haben wir uns ein Fenster ausgesucht. Und dieses das ist wirklich ein Fenster aus dem Palast, ein genau, ja? Fenster aus diesem Palast, genau. Und dieses Fenster haben wir dann nur, das war normalerweise rund. Und wir haben das dann etwas in die Länge gezogen, weil es einfach grafisch auch viel schöner aussieht. Und haben dazu dann die entsprechende Farbe gewählt und dann wurde das als Logo umgesetzt. Wunderbar. Ja. Und wie war das Gefühl so am ersten Tag dann in den neuen Räumen? Ich meine, haben Sie eine Öffnungsfeier gemacht, eine große? Wie war das mit den Patienten? Sind die alle mitgekommen? Weil Sie waren ja vorher auch in Höchst gewesen, ja? Ja. Wir haben natürlich auch sehr gehofft, dass unseren Patienten das gefällt. Die konnten die Umbauphase, das Ende der Umbauphase kaum erwarten. Ja. Die sind also während der großen Umbauarbeiten, Sie müssen sich vorstellen, da standen ja keine Wände und gar nichts, ja. Riesenbaustelle, sind die also schon gekommen und wollten unbedingt gucken, wie es denn mal aussehen wird. Und haben sich natürlich mit uns auch sehr mitgefreut. Also es war eine tolle Sache und wir haben uns eigentlich gemeinsam darüber gefreut, wie schön es sein würde. Ne? Also war es für die Patienten ein ähnliches Herzensthema wie für Sie, einfach solche Räume zu finden, wo sie einfach noch, sag mal, was liebevoller auch praktizieren können, weil alles viel harmonischer und besser war. Ja? Mhm. Wir hatten dann eine sehr schöne Einweihungsfeier und da waren auch natürlich Patienten eingeladen, dann Kollegen oder Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Und das war ein sehr gelungenes, sehr schönes Fest. Und genau das wird heute auch noch gelebt, das konnte ich ja erfahren, als ich Sie besuchen durfte in Ihrer Praxis. Dementsprechend ist da einfach ein Wohlfühlgefühl da bei jedem einzelnen Menschen, der da reinkommt, ob Patienten oder auch natürlich Ärzte oder Assistenten, die bei Ihnen sind. Also sehr herzlich und sehr freundlich. Und ich glaube, das ist in so einem Bereich einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Ja, vielleicht gibt es noch ein spannendes Thema, was das Entscheidungsthema betrifft, dass Sie an dieser Stelle auch vielleicht unseren Zuschauern sagen möchten. Ich meine, jetzt haben wir alles Thema Zahnarzt, ja oder nein, gehe ich oder gehe ich nicht? Ja, wenn ja, zu welchen oder gehe ich lieber doch nicht? Und das sind ja immer diese Themen mit Entscheidungen. Treffe ich einen oder treffe ich keinen? Und beides sind Entscheidungen. Und was gibt es da vielleicht von Ihnen für einen Tipp? Auf jeden Fall immer eine gute Entscheidung, zu seinem Zahnarzt zu gehen, weil nur der Zahnarzt kann natürlich sehen, ob im Verborgenen irgendwo schon irgendwo eine Füllung nicht mehr gut ist oder eine Krone nicht mehr richtig sitzt oder sich vielleicht auch durch Zahnfleischbluten und Bildung von Zahnstein irgendeine Erkrankung breit macht und dem kann man natürlich vorbeugen und deswegen ist es immer eine gute Entscheidung von den Patienten, zweimal im Jahr zur Vorsorge zu gehen. Wir hatten vorhin so einen guten Begriff Mundgefühl oder was war das für ein Wort, das Sie gesagt haben? Ja, das Mundgefühl, da kam ich drauf in dem Fall, dass wenn man jetzt zur Vorsorge geht und eben auch eine Zahnreinigung bekommt, dann hat man natürlich hinterher ein angenehmes Mundgefühl, weil die Zähne fühlen sich glatt und sauber an. Es ist ja selten so, dass die Zähne, die ja ständig unter Benutzung sind, so eine saubere, glatte Oberfläche haben. Und das spüren die Patienten eben direkt nach der Zahnreinigung und das ist eben was ganz Tolles. Also ganz bestimmt ein schönes Mundgefühl, darum geht es bei allen, beim Sprechen, beim Kommunikation mit Menschen. Also das Mundgefühl ist ganz entscheidend, also ist ein großer Vorteil. Aber natürlich auch die Technik ganz bestimmt ist ein gutes Argument zu schauen, hier bei uns hast du nicht mehr dieses Abdruckthema, sondern neueste Technik. Aber vielleicht haben Sie auch noch was Spannendes zu sagen. Also ich würde sagen, zusammen mit dieser modernen Technik kann man ein wunderbares Mundgefühl schaffen. Und es ist einfach auch ein tolles Mundgefühl, macht einfach auch selbst sehr zufrieden und auch erfolgreich.
Das sind doch tolle Begriffe, Zufriedenheit, Erfolg. Ich glaube, das ist für uns alle ganz wichtig und dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Zeit und für das Wissen, das Sie uns hier transportiert haben. Und für Sie, liebe Zuschauer, gilt natürlich immer den Fokus auf den guten Dingen haben. Und gerade, glaube ich, in der Zahnmedizin hat man oft das Thema Schmerzen und Angst, aber der Fokus sollte wirklich sein auf Gesundheit, auf schöne Zähne, auf Erfolg, auf ein strahlendes Lächeln und dementsprechend achten Sie auf Ihre Gedanken, denn Gedanken sind die pure Energie. Der ganz besondere Moment in Ihrem Leben kann durch eine kleine Entscheidung ausgelöst werden. Entscheiden Sie sich für gesunden Schlaf und mehr Schlafkomfort mit den Schlafsystemen von Aqualine Schlafsysteme Karlstein zwischen Aschaffenburg und Frankfurt. Viel Spaß mit dem Entscheider-Talk mit Peter Nickel wünscht Ihnen Aqualine Wasserbetten und Schlafsysteme. Ihr Partner für gesunden Schlaf im Rhein-Main-Gebiet. Ryan Lewis, Super Bowl-Legende, sagte einst sinngemäß: Wenn es für den morgigen Tag keine Garantie gäbe, was würdest du geben für heute? Wie oft hören wir Aussprüche wie: Ach, wie schnell doch die Zeit vergeht oder was ist mit der Zeit los? Leben ein Leben, als würde es ein Ende nie geben, dabei sind nicht mal unsere Körper zeitlos. Du kannst nicht für immer 17 sein und mit zunehmendem Alter kosten gute Dinge immer mehr Kraft, wie scheinbar witzig sein. Viele ältere Menschen wirken verbittert, ja manchmal verkümmert, weil sie die Zeit versäumt haben, dass sie sich auch mal um sich selbst ein bisschen kümmern. Wir sollten langfristig denken, ist eigentlich ganz einfach, denn wer Sport auslässt, um mehr zu leisten, ist wie jemand, der die Zeiger an der Uhr zurückdreht, weil er denkt, dass er so Zeit spart. Allein der Tatsache geschuldet, dass du gerade meinen Worten folgst, bewegt mich dazu, dir vor allem diesen besonders wertvollen Impuls mitzugeben. Sich wenig zu bewegen, bedeutet eingeschränkt im Ganzkörpergips zu leben. Ich weiß, viele wünschen sich bezüglich Sport und Gesundheit den Weg des geringsten Widerstandes. Doch die bittere Wahrheit ist, dieser Weg führt nur ins Niemandsland. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir Menschen sind doch echt manchmal paradox. Heute ist es doch irgendwie so. Wir wollen Sport treiben, aber möglichst ohne Aufwand. Vor der frischen Luft haben manche auch Angst, deswegen fahren sie mit dem Auto zum Fitnessstudio und steigen erst dann aufs Laufband. Wir nutzen Aufzüge, Rolltreppen und Elektrofahrräder, um Energie zu sparen und dann künstliche Treppensteiggeräte und Radergometer, um sie wieder loszuwerden. Muhammad Ali beispielsweise ist zu jedem Training hingejoggt. Was ich damit sagen will, ist simpel. Der Unterschied beginnt im Kopf. Statt Chips und Schokolade, bisschen Obst, Apfel, Birne, Banane. Was ist los mit uns? Letztens im Supermarkt merkte ich das wieder bei dem Blick in die Regale. Bio-Orangen waren eingepackt in einer aus Plastik bestehenden Schale. Ja, uns Menschen muss man wirklich nicht verstehen. Heute sagen wir, hierzu und dazu macht nichts. Doch irgendwann, da sind wir 80 und sagen Dinge wie: Ach, wie die Jahre doch verfliegen. Wo sind sie bloß geblieben? Oder was ist mit der Zeit los? Ich hatte einen Einfluss, doch ich dachte, er sei zeitlos. Ich finde es so faszinierend, wie wir häufig über positive Dinge staunen, wünschen uns auch so sehr eine positive Veränderung in unserem Leben. Doch was sind wir letztlich wirklich bereit, dafür zu geben? Viel häufiger sollten wir mal über den Tellerrand schauen, doch wir sind noch nicht mal in der Lage, kritisch auf das Essen unseres Tellers zu schauen. Lebensmittel sind Mittel, um zu leben. Und leider ist dieses Mittel, welches der Existenz dient, vielen Menschen nicht gegeben. Anstatt leben, um zu essen, sollten wir bewusst gut essen, um zu leben. Dieses Gedicht ist von mir für dich ein kleines Geschenk. Denk immer mal daran und übernimm das ein oder andere, bestenfalls ein Leben lang. Schalten Sie ein, nächste Woche das Sanitätshaus Pauli beim Entscheider-Talk.